Hallo meine lieben Freunde und ganz herzlich willkommen zurück zu Let's Play Reprobates, die Insel der Verdammten mit Dick Pauli. Ja meine lieben Freunde, das letzte Mal haben wir den dritten Albtraum überlebt und Edwin ist gestorben. Und es ist wieder ein neuer Tag angebrochen, wo vermutlich wieder die ganze Ansicht anders ist. Mal sehen, was hier jetzt los ist. Marias Wohncontainer ist leer. Ob hier einer lebt, habe ich vergessen. Auch dieser Wohncontainer ist leer. Wer hier lebt, habe ich leider auch vergessen. Dann können wir jetzt zum östlichen Strand oder zum südlichen Ufer gehen. Gehen wir doch erstmal zum südlichen Ufer. Hier ist es. Steine, die wichtigsten Items direkt neben den Stöcker an. Nehmen wir doch einfach mal ein paar mit. So drei Stück sollten erstmal reichen. Und auch von den Stöckern nehmen wir uns mal drei Stück mit wieder. Ab diesem Punkt ist dieses Spiel übrigens für mich ziemlich blind. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt tun soll. Aber gehen wir doch erstmal im Wohncontainer Nummer 5. Da hat gestern noch Edwin drin gelebt. Und Wohncontainer Nummer 6. Zwischen den Containern. Und da ist gerade Yukito durchgelaufen. Und da steht Eva. Bist du wirklich so traurig über das, was gestern geschehen ist? Ich hatte auch noch einen schrecklichen Albtraum. Wenigstens ist das Wetter schön. Das stimmt. Aber es ist ein bisschen zu warm, findest du nicht? Ist doch irgendwie blöd, dass wir schon wieder übers Wetter reden, oder? Tja. Eva halt, sie will immer noch nicht zugeben, dass sie in uns verknallt ist. Okay, von da bin ich wohl gerade gekommen. Dann gehen wir doch mal zum Hügel hoch. Ach, da war Michelle gerade. Dann gehen wir doch mal zu Michelle in den Wohncontainer. Ach, die ist da gerade mit Hans zusammen. Ich sehe dich zum ersten Mal hier etwas essen. Nun ja, ist ja nichts Besonderes. Aber ab und zu muss man ja auch mal was essen. Um mich musst du dir keine Sorgen machen. Ich mache mir ja gar keine Sorgen um euch. Das ist aber nicht sehr nett von dir. Sieh dir mal meinen Bauch an. Ich habe genug Reserve. Aber Michelle wird es nicht lange aushalten. Das ist irgendwie schon wahr. Wie hast du geschlafen?
Die Glocke ist doch auch nichts anderes als ein Wecker. Und du Arme hast keine richtigen Schuhe. Ist nicht so schlimm. Die Socken halten eine Menge aus. Weißt du, wie spät es ist? Nein, keine Ahnung. Ohne meinen Pocketcomputer bin ich echt aufgeschmissen. Wir haben hier also jemanden, der von der Automation abhängig ist. Ja, das ist immer noch dieser dämliche Rechtschreibfehler. Facebrock. Hätten Sie nicht Facebrock kennen? Schreiben Ben. Ach, und da sitzt Maria. Fühlst du dich jetzt besser? Ja, bin wieder in Ordnung. Hey, hast du schon die neue in Nummer 8 gesehen? Mhm. Merkwürdig, dass sie ihre Schwimmflossen noch hat. Wo sie uns doch alles weggenommen haben. Na, Michelle hat ja auch noch ihre Skistiefel. Stimmt, auch wahr. Vielleicht halten sie die Dinger ja einfach nur für Schuhe. Normale Menschen kämen nie auf so eine Idee. Und was ist mit Hermann? Er ist ein Trottel und das wird er für mich auch immer bleiben. Gestern habe ich einfach nur jemanden um mich gebraucht, verstehst du? Sicher. Du hast dich ja kein bisschen um mich gekümmert. Nur mach mal einen Punkt. Naja, du hast deine... Schon gut, hör auf damit. Adam, du bist echt blöd. Oh mein Gott, das muss so unhöflich sein, Maria. Naja, dann gehen wir doch mal im Wohncontainer Nummer 8. Ach, eine neue, ja, wie Maria es gesagt hat. Guten Tag, ich bin Adam Reichel. Jadwiga Kowalski, schön Sie kennenzulernen, junger Mann. Sind Sie aus Polen? Ja, aus Krakau. Sie sind wahrscheinlich ein wenig durcheinander, oder? Ja, aber das hört bald wieder auf. Die große Flutwelle ist zum Glück vorbei. Mhm. Ich habe meinen Schnorchel verloren, aber ich werde ihn der Verleihfirma bezahlen. Ich bin nicht vom Verleih. Wann bringen Sie uns denn ins Hotel? Ich habe wirklich keine Ahnung. Thailand ist wohl unter normalen Umständen schon ziemlich chaotisch, wie? Mhm. Und jetzt muss es ja noch schlimmer sein. Noch jemand, der nicht sagt, dass er tot ist. Aber es zu verleugnen ist vermutlich sowieso besser. Dann gehe ich mal zur südwestlichen Klippe. Da war doch gerade was. Danikas Brille. Verdammt, was ist das denn? Das muss wohl Danikas Brille gewesen sein. Die habe ich vorher gar nicht gesehen. Ja, ist doch das, was zu erkennen, das Ding. Ich frag mich gerade, wo die ganzen Leute hin sind. Wo ist Hermann? Vor allem. Da ist nichts. Da ist was und nichts. Ach, in der Falle ist ein Vogel. Na, zumindest das war gut. Ich weiß zwar noch nicht, wozu ich den gebrauchen kann, aber einfach mal alles mitnehmen, was man kann. Das ist ein Neuer. Ach nein, das ist Hermann. Hab den gar nicht erkannt.
Was machen Sie denn da? Ich suche nach Fischen als Köder. Für die Vogelfalle? Nein, für Maria, du Spinner. Natürlich für die Vogelfalle, für was denn sonst? Weißt du eigentlich, was ein Mobiltelefon ist? Ein Spielzeug, das den Leuten den letzten Nerv raubt. Nichts Besonderes. Dachte ich mir schon. Wollte dich nur mal testen. Sehr gut. Das ist die perfekte Antwort auf alle. Da ist nichts. Dann gehe ich einfach wieder zum Hügel hoch. Und zum Felsbrock. Ach, vom Felsbrock bin ich gekommen. Laufe ich halt nochmal um die Insel. Ach, und da ist die Oxytocin, die immer noch traurig ist, weil sie von Simon verprügelt wurde. Simon, meine ich. Mein Glück, dass dieses Arschloch endlich weg ist. Okay, das wollte ich nicht. Tut mir leid, Eva. Was ist denn mit dir passiert? Glotz nicht so. Nun hab dich nicht so. Ich schau dir schon nichts ab. Ich habe eine Flasche im Wasser treiben sehen und da bin ich rein, um sie rauszuholen. Und? Dabei bin ich ausgerutscht. Tut mir leid für dich. Das hier war in der Flasche drin. Das letzte Crackerpapier. Vielen Dank. Danach habe ich schon ziemlich lange gesucht. Zweite Nachricht. Ich habe herausgefunden, dass die Portugiesen, die Insel im 15. Jahrhundert bewohnten, durch günstige Meeresströmungen während der Ebbe die andere Insel am Horizont erreichen konnten. Leider habe ich keine Werkzeuge, um einen Baum zu fällen. Also muss ich einen anderen Weg finden. Der Mikrochip, der euch zum Einschlafen bringt, sitzt in der Drosselgrube. Das ist die kleine Vertiefung unten am Hals zwischen den beiden Schlüsselbeinknochen. Wenn das stimmt, dann müsste ich ihn finden. Oh mein Gott. Ich muss ihn irgendwie loswerden und dann zu der anderen Insel rüberkommen. Aber ich kann den Chip nicht einfach wegwerfen. Sie würden ihn finden und mich auch. Vielleicht würde es reichen, wenn ein anderer Warmblüter den Chip in sich trägt. Ich werde es wohl riskieren müssen. Gehören Vögel zu den Warmblütern? Ja, müssen sie wohl. Sie brauchen ja nicht die Sonne, um sich fortzubewegen. Seltsamerweise muss ich in diesem Bild das immer stecken, das hier. Ach, wir stehen wieder Michelle und Hans.
Und Michelle haut ab. Ich würde gerne mit Hans reden. So. Lüftest du deine Füße? Ich habe Michelle meine Joggingschuhe geliehen. Und ohne Schuhe gehe ich nirgendwo hin. Wieso? Sonst würde ich kleines Ferkelchen mir ja die Füße dreckig machen. Auch wieder wahr. Wo ist Michelle jetzt hingerannt? Ach, da ist sie. Warte mal einen Moment. Nicht, wenn ich gerade jogge. Okay. Dann muss ich mal warten, bis ich eine Pause mache. Schauen wir doch mal auf den Lärm aus. Wie weit ist die andere Insel wohl weg? Also so weit sieht sie nicht aus. Hoffentlich ist der Vulkan nicht mehr aktiv. Das Einzige, was wir wissen, ist, dass wir sehr oft Erdbeben sind. Noch ein Peter Stein. Warte mal einen Moment. Nicht, wenn ich gerade jogge. Irgendwas. Naja. Die östliche Strand, die Container 3, die Container 4, die Container 1, die Container 2. Dann gehe ich nochmal zum Hügel hoch. Okay. Zurück zum Felsbrock. Ich kann gerade nichts anderes machen und daher gehe ich mal davon aus, dass ich muss warten, bis sie irgendwann aufhört.
Warte mal einen Moment. Nicht, wenn ich gerade jogge. Warte mal einen Moment. Nicht, wenn ich gerade jogge. Warte mal einen Moment. Nicht, wenn ich gerade jogge. Wobei, mir ist gerade etwas eingefallen. Das war der falsche Weg. Ja, das war der richtige Weg. Versuch mal einen Stein danach zu werfen. Da komme ich nicht ran. Ich weiß ja, dass es keinen Zweck hat. Nein, das bringt anscheinend auch nicht. Warte mal einen Moment. Nicht, wenn ich gerade jogge. Zweite Nacht. Das ist. Warte mal einen Moment. Ah, sehr schön. Das funktioniert. Kann ich mit dir reden? Klar, was willst du denn? Du hattest ein Haargummi im Haar. Ja, aber das brauche ich hier gar nicht. Es ist zu eng und unbequem. Kann ich es haben? Ich könnte es gut gebrauchen. Sicher. Hier hast du's. Adam, ich habe über alles hier gründlich nachgedacht. Kannst du bitte später mal bei mir vorbeikommen? Ich werde versuchen, von hier zu fliehen. Aber das ist doch glatter Selbstmord. Weißt du, wofür ich das Haargummi verwenden kann? Ja, ich komme weiter. Zwar nicht so schnell, aber ich komme weiter. Und da ist wieder Eva. Sind deine Sachen schon trocken? Nicht ganz. Aber im Container ist es kalt. Und ich will hier nicht nackt wohnen. Edwin ist verschwunden. Das heißt, ich habe ihn nicht mehr gesehen. Ach so. Und deswegen bist du traurig? Ich denke, ich habe wohl eher Angst. Verstehe. Naja, auf jeden Fall, ich weiß, was ich jetzt tun kann, wenn das funktioniert.
Haargummi mit Stock verbinden. Das ist eine Steinschleuder. Getroffen. Okay. Ein zerbrochenes Brillenglas. Wo auch immer, wofür auch immer wir das brauchen. Ich weiß es. Na, wenigstens das geht. Wir nutzen dieses als Messer, um unseren Hals aufzuschneiden. Ah! Oh, das hat sicherlich wehgetan. Aber wir haben jetzt den Chip. Ich muss ihn irgendwie loswerden. Ab mit dem in den Vogel. Es tut mir leid, aber ich hatte keine andere Wahl. Flieg du nur. Das ist sehr gut. Also, dann schauen wir mal, wie wir jetzt weiter vorankommen. Ich bin auf jeden Fall diesen dämlichen Mikrochip los. Und da ist Michael. Oh, entschuldige. Wusste nicht, dass du gerade duscht. Ich geh gleich wieder. Spinnst du? Du stellst dich ja genauso an wie mein Vater. Sag mal, in welcher Zeit leben wir denn? Das ist ja das Problem. Oh, stimmt. Ich hatte fast vergessen, wie chaotisch es hier ist. Du nimmst das alles hier ziemlich gelassen hin, scheint mir. Ich betrachte es als eine Art Spiel, sonst würde ich noch verrückt werden. Treibst du gern Sport? Ich bin Sportlehrerin. Verstehe. Ich muss in Form bleiben. Okay. Du hast gesagt, du hättest über alles gründlich nachgedacht. Über einen nicht existierenden Krater, das 15. Jahrhundert, seltsame Botschaften. Und weiter? Nun, mein Freund schreibt gerade ein Buch über Atlantis. Im 15. Jahrhundert existierte Atlantis doch gar nicht. Ich weiß. Aber von ihm weiß ich auch, dass im 16. Jahrhundert durch einen Vulkanausbruch ein paar Inseln im Atlantik verschwunden sind. Aber wenn wir hier schon mal plus oder minus 50 Jahre in der Zeit reisen... Verdammt, ja! Warum sollte dasselbe nicht auch für plus oder minus 500 Jahre möglich sein? Okay, also willst du damit sagen, dass durch einen Vulkanausbruch hier alles zerstört werden könnte, Michael? Das ist etwas beunruhigend. Das ist diese Frau mit dem Namen, den ich nicht aussprechen kann, und Hans. Haben Sie sich schon ein wenig erholt? Nun ja, Hans hat Verschiedenes angedeutet. Aber ich verstehe das nicht so ganz. Das überrascht mich nicht. Jeder braucht eben etwas Zeit, um das zu verstehen. Unter diesen Umständen ist das wirklich kein Trost. Da haben Sie recht. Wissen Sie, junger Mann, in meinem Alter arbeitet der Kopf leider schon etwas langsamer. Worüber denken Sie nach? Denken Sie über etwas nach? Ja, ich bin an den Brandflecken da drüben vorbeigelaufen. Haben die Sie an etwas erinnert? Mein Sohn ist vor 20 Jahren nach Deutschland ausgewandert und mein Enkel ist dort Pilot bei der Luftwaffe. Meinen Sie, die stammen von einem Flugzeug? Diese Maschinen, die wie Hubschrauber starten. Mit Senkrechtstart? Ja, sowas habe ich schon mal gesehen. Und die haben Sie zusehen lassen? Sie hatten da gerade Flugschau.
Okay. Sehr interessante Verwandtschaft. Und Leute, die deutsch sind, sind für mich immer sympathisch. Fasziniert dich der Vulkan so sehr? Man sieht ihn heute sehr deutlich. Ich strenge nur mein Köpfchen ein wenig an und denke über alles nach. Michelle und ich, wir haben schon darüber geredet. Ja, sie hat so etwas angedeutet. Eine sehr intelligente Frau, nicht wahr? Da magst du recht haben. Aber der Vulkan ist mir ein echtes Rätsel. Tja. Und ich sehe gerade, dass mein Timer abgelaufen ist. Dann mache ich an dieser Stelle erstmal wieder einen Cut. Es war mir wie immer eine Freude, euch auf meine Zuschauer zu haben. Like das Video, falls ihr es noch nicht getan habt. Abonniert, falls ihr es noch nicht getan habt. Schreibt Kommentare, falls ihr es noch nicht getan habt. Falls ihr mich schon abonniert habt und noch nicht auf das Glockensymbol neben dem Abonnieren-Button geklickt habt, macht es, damit ihr in Zukunft keines meiner Videos mehr verpasst. Das war's für heute von Pauli. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.